Sport, Spiel und Spaß verspricht der Berliner Turn- und Freizeitsportbund gemeinsam mit der Berliner und Deutschen Turnerjugend auf dem Familiensportfest im Olympiapark. Hier ist mit Balancieren, Springen und Toben für Kinder und Eltern viel zum Ausprobieren oder Kennenlernen dabei. Es ist total wichtig, dass die Kinder sich ausprobieren können und auch wir Eltern, wenn wir nicht wissen, was die eigentlich gerne machen und was die vielleicht auch gut können. Antonia, 6 Jahre alt und aus Berlin, will ihr Kinderturnabzeichen ablegen. Doch bevor es für sie an die Station geht, gibt es noch den ein oder anderen Tipp der Helferinnen und Helfer. Als erstes muss Antonia ihre Künste beim Seilspringen und Purzelbaum unter Beweis stellen. Das hat sie schon bravourös gemeistert. Weiter geht es zum sogenannten Blind Date. Hier muss sie sich von ihrer Mama durch den Parcours lotsen lassen, ohne das Feld zu verlassen. Check! Sie bekommt den nächsten Stempel. Nun erwartet Antonia die Bewegungslandschaft, bei der klein und groß gefordert sind. Schließlich muss sie das Ziel erreichen, ohne umzukippen oder herunterzurutschen. Die Berlinerin schlägt sich ausgezeichnet und erweckt den Eindruck, dass sie so etwas nicht zum ersten Mal macht. Weil die Spaß machen. Individuell können die Kinder und Jugendlichen die vorgegebenen Übungen noch durch Zusatzelemente erweitern. So auch Antonia, die bei der Station rein raus aus dem Angehen vom Kasten in das Mini-Trampolin springt und dabei einen Hocksprung macht. Klasse! Auch die Aufgabe Zielwasser getrunken absolviert Antonia fabelhaft, indem sie mehrere Säckchen in den Kasten wirft. Super! Jetzt hat Antonia das Kinderturnabzeichen in der Tasche. Bravo! Viele Eltern helfen mit und sie haben einfach alle Spaß und freuen sich. Einige wollen gar nicht immer aufhören und balancieren nochmal hin und her. Dieses Bewegungs- und Begegnungsfest soll auch zeigen, wie Inklusion gelebt werden kann und einen weiteren Beitrag dazu leisten, Inklusion durch Sport zu ermöglichen. Im Mittelpunkt stehen dabei Fairness, Respekt und Toleranz sowie der Spaß am gemeinsamen Sport von Menschen mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen und Interessen. Sie lernen ganz viel kennen. Sie haben von Beginn an die Möglichkeit, auch die Vielfalt kennenzulernen. Ja? Die komplette Turnstruktur ist offen. Dadurch können spielerisch Hemmschwellen, Vorurteile und Berührungsängste abgebaut und Neugier auf neue Sportarten geweckt werden. Solche Events sind wichtig, damit das Miteinander einfach weiter gestärkt wird und dass man miteinander lernen kann und voneinander lernen kann, egal ob man eine Beeinträchtigung hat oder nicht. Zufrieden und glücklich toben sich die kleinen und großen Sportlerinnen und Sportler auf der Hüpfburg aus oder entspannen in der Kreativwerkstatt. Die Vorfreude auf das nächste Jahr ist schon riesig, denn das Familiensportfest ist stets ein Highlight des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes.